So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, er ist tatsächlich angekommen. Die neueste Version von Hakenzahn in der Deluxe-Version. Ja, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Hakenzahn als Deluxe-Ausgabe. Der Wahnsinn. Ja, auch hier seht ihr gleich mal eine riesengroße Verpackung mit einer Größe von 35,5 in der Breite, 30,5 in der Höhe und gut 12,5 cm in der Tiefe. Anscheinend hat diese Deluxe-Figur tatsächlich Licht und Sound on board. Also Sound auf jeden Fall, das kann man schon an der Abbildung auf der Verpackung sehen. Auch die Action, und die ist mal gar nicht so schlecht, Leute, gar nicht mal so schlecht. Zumindest für die dritte Ausgabe. Ja, wir haben ja bereits schon einige gesehen hier auf meinem Kanal. Ich habe bereits alles vorgestellt. Da war es jetzt nicht so prall mit der Action. Und dann hier plötzlich Licht und Sound. Das wäre natürlich der Knaller. Wir schauen es uns heute in diesem Video an. Rein optisch muss man sagen, die Bemalung klasse geworden. Auch da bin ich wieder sehr gespannt, ob womöglich zwei Versionen erscheinen. Denn ihr wisst ja, von dem normalen Hakenzahn haben wir sowohl eine braune als auch eine schwarze Version. Gerade was die Flecken und den Streifen über den Rücken angeht. Aber da wir es, wie schon gesagt, mit einer Deluxe-Ausgabe zu tun haben, ich denke mal, dass die einmalig bleibt. Es sei denn, es kommt vielleicht auch noch in der grünen Version. So wie wir es hier schon mit dem aufrecht sitzenden Hakenzahn zu tun haben. Die grüne Version habe ich übrigens noch nicht, die ist mir immer zu teuer. Ja, also ich bin auf jeden Fall extrem gespannt auf diesen Deluxe ohne Zahn hier. Wie sieht die Action genau aus? Wie hört sich der Ton an? Hoffentlich haben sie nicht einen einfachen Dinosaurierschrei genommen. Oh mein Gott, oder womöglich ein Grohlen von ohne Zahn. Das fände ich auch nicht so prall. Hoffentlich haben sie wirklich einen eigenen Schrei genommen. Also ich bin extrem gespannt. Ja, Batterien sind drin, denn man sieht hier auch so ein weißes Papier, so ein Papierstreifen, der dafür sorgt, dass die Batterien, solange die Figur im Laden steht oder auf Lager, nicht leer werden. Also Leute, ich bin extremst gespannt. Ich habe noch kein Video dazu gesehen. Ich habe noch keine Bilder dazu gesehen, wo der Rücken leuchtet oder sonst irgendwie was. Aber da sie die Rückenstacheln transparent gemacht haben, genauso wie den ganzen Rücken, würde ich mir echt wünschen, dass wir hier eine Leucht-Action haben. Das wäre einfach großartig. Aber ich sag's auch nochmal, auf die Leucht-Action ist hier kein Vermerk auf der Verpackung zu finden. Was interessant ist, achtet mal auf das Bild auf der Rückseite. Da seht ihr nämlich den Hakenzahn mit einem dunklen Rücken. Klaro, sie könnten den Rücken auch so in einem Anthrazit transparent gießen und draufsetzen. Auch das könnte leuchten. Da würde Licht genauso gut durchscheinen. Also auch das zum Thema schwarze Flecken auf den Flügeln, das würde auch gehen. Doch, tatsächlich. Wir schauen uns wie immer die Verpackung an. Dann geht's sofort ans Auspacken. Ich bin gespannt wie Schmidts Katze. Na dann, viel Spaß euch und mir mit diesem Video. Gut, also ich sitze davor. Ihr seht schon, die Form von dem Karton ist wieder klasse. Typisch, super gestaltet. Hier wieder der Kopf von ohne Zahn. Der Schriftzug How to Train Your Dragon, The Hidden World, natürlich von Spin Master. Hier seht ihr auch schon mal eine der Action. Ja, sprich Hakenzahn gibt hier Geräusche von sich. Der Kopf geht nach vorne. Schätzungsweise, wenn wir das Bein hier drücken. Ne? So sieht es zumindest aus. Ich sag ja, also ich gehe mal davon aus, Sound hat das Ding. Ob es tatsächlich Licht hat, ich bin echt gespannt. Aber ne, ihr seht, der Rücken ist transparent. Es ist ein transparentes Plastik. Also wenn man das nicht leuchten lässt, dann hat man echt was vertan. Es sei denn, es kommt noch eine zweite Fassung raus. Aber warum ist das Ding dann Deluxe? Wisst ihr, was ich meine? Licht und Sound, das wäre in meinen Augen Deluxe, genauso wie bei Ohne Zahn und bei Light Fury. Das wäre der Hammer. Zum Glück haben sie hier auf diese Stoffflügel verzichtet und das ganze Ding aus Plastik gemacht. Ja, Jubel, Jubel, Freu, Freu. Das ist schon mal absoluter Hauptgewinn. Anders kann man das gar nicht sagen. So, seitlich hier wieder Hicks auf Ohne Zahn. Dann hier auf dieser Seite seht ihr die Drachenklasse, nämlich die Chaosklasse. Dragons Deluxe in allen möglichen Sprachen. Hier auf der Rückseite, das meine ich, hier seht ihr Hakenzahn mit schwarzen Rückenstacheln oder überhaupt im schwarzen Rücken und guckt euch an, wie toll die Farbe
hier auch ausläuft. Ne? Durch die Schuppen wirkt es so aus, als ob die Farbe hier langsam in das Rot übergeht. Auch die Stacheln sind hier fast schwarz. Ne? Hier sind sie eher in Braun. Ich hoffe, das kommt einigermaßen rüber. Also von dem her haben wir hier einen ganz anderen Typ. Hier seht ihr auch den Kiefer und die Unterseite in dem Gelb, wo ich froh bin, dass sie das hier nicht gemacht haben, denn wir haben hier diese Cremefarbe. Ja, also nicht dieses grelle Gelb, das würde mir nicht wirklich so gut gefallen, aber zugegeben, diese Version sieht klasse aus. Also bin ich mal gespannt, ob sie womöglich noch eine zweite Version raushauen. Das wäre der absolute Oberknaller. Das hier wirkt nämlich auch alles eher ein bisschen transparent. Ja? Hier seht ihr, die Krallen wurden bemalt, auch hier vorne an den Flügeln. Das ist bombig, das seht ihr auch bei unserer Figur. Die Krallen haben sie hier schwarz gemacht, genauso wie an den Füßen. Kann man sehen? Ja, ne? So, auch die Hörner wunderbar schwarz. Ein Träumchen, anders kann man es gar nicht sagen. So, hier seht ihr auch nochmal, der Kopf bewegt sich. Ihr könntet hier direkt meinen, das wäre ein zweiköpfiger Drache. Würde auch klasse aussehen. Hakenzahn als zweiköpfiger Drache wäre auch hammermäßig geil, oder? Von dem her. Ja, und ihr seht, er brüllt. Ich bin gespannt und hier haben wir auch noch eine Bezeichnung, beweglicher Hals. Das ist einer der Actionanteile. Ja, ansonsten hier die üblichen Verdächtigen, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, ganz klar. Auf der Unterseite haben wir die Service-Hotline von Spin Master. Ja, und ihr seht, wir haben hier wieder ein Loch, das heißt, wir haben einen Beihefter mit in dieser Verpackung. Ja, lediglich hier eine orangene Schnur, die Hakenzahn hält und hier haben wir auch noch dieses Papierteil, was dafür sorgt, dass die Batterien nicht leer gehen. Wir haben hier wieder diese LR44 Batterien drin, also die kleinen runden. Wisst ihr Bescheid. So, dann packe ich den doch mal aus, indem ich die Schnürchen durchschneide. Schnips. Und schon ist er draußen, unser Hakenzahn. Oh Mann, ich freue mich. So, dann hier noch die Beschreibung rausholen. Einfach das hochklappen. Dann kommt er hier auch schon dran. Wie immer werfen wir da auch einen Blick drauf. Hier nochmal die Servicenummern von Spin Master. Dann die Beschreibung. Hier sehen wir das Batterienfach. Die Action, das Bein nach hinten ziehen. Dann öffnet sich das Maul und der Hals geht auch noch nach unten. Sensationell. Hier nochmal die Batterien. Dann viel, viel, viel Text. Und das war's, ja, von Leuchten. Kann man das aufhalten? Nee, so dick das Papier. Ist direkt ungewöhnlich. Ja, von Leuchten steht nichts drin. Ja, auf manchen Seiten wird's aber halt tatsächlich mit Light and Sound verkauft. Darum, ich bin tierisch gespannt. Boah. Tierisch. So, also, Haki. Hier haben wir'n. So sieht's aus. Das hier ist so die Grundstellung. Die Flügel sind jetzt auch ganz oben. Ja, also die Stellung ist okay, würde ich jetzt mal gar nichts Negatives sagen wollen. Pass mal auf zu der Größe, wenn wir hier schon dabei sind. Wir haben hier eine Länge von insgesamt ja, 29 cm, würde ich mal sagen. Er hat eine Flügelspanne, ganz außen gemessen, von gut 25,5, 26 cm. Und eine Höhe, wenn ich es hier am Flügel messe, komme ich auf 10,5. Die Hörner, ja, nicht ganz 11 cm. Ne? 10,5 cm würde ich mal sagen. So, also er sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Die Flügel kann man auch noch ganz nach unten klappen. Ja, dann sitzt er direkt auf seine Flügel drauf. Die Beine sind dann in der Höhe. Okay, warum auch immer. Ja, dann ein bisschen weiter hoch das Ganze, so steht er auch noch und die Flügelspitzen kommen hier auf der Platte auf. Ne? Also so sind die Flügel ganz oben, dann habt ihr hier ein paar Zentimeter Abstand zum Boden. Wenn ich es ein bisschen runter mache, dann sind die Flügel schon auf der Platte, was aber absolut okay ist, denn Hakenzahn bewegt sich ja mit seinen Flügelkrallen vorwärts. Ja, okay, also wenn das dann halt ganz runterklappt, ja, dann steht er mehr oder weniger in der Luft, sieht aber toll aus als Actionfigur. Wenn er mit ihm durch die Bude fliegt, sieht es schon witzig aus. Mir hätte es vielleicht auch gut gefallen, wenn die Flügelkanten plan auf dem Tisch dann aufliegen und die Beine auch noch auf dem Boden aufkommen, ne? Also von dem her, ja, okay. Die Flügel könnt ihr
getrennt voneinander bewegen. Ja, ihr könnt also einen nach oben stehen lassen, den anderen nach unten machen. Auch das ist absolut okay. Wir haben hier halt das typische Scharnier drin, wo ihr wieder die Metallspitzen seht. Ja, auch hier am Kopf seht ihr wieder das Metallteil rausgucken, wo sich dann entsprechend Ober- und Unterkiefer bewegen. Dann hier am Hals fällt natürlich auf, ziemlich geknickt, aber es stört nicht wirklich. Also es sieht jetzt, wenn man es so von nahem betrachtet, schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Denn wir haben hier ja die Action von Hakenzahn. Probiere ich das mal, wenn ich das Bein hier anziehe. Oder na, ich muss tatsächlich nach hinten ziehen und guck mal. Dann geht tatsächlich der Kopf nach vorne und er öffnet das Maul. Warte mal, meine Hand ist im Weg, ne? Pass mal auf. So. Super. Das ist doch cool. Also das Maul öffnet sich ein Stückchen und der Hals geht nach vorne. Und das liegt auch toll an. Also nicht eckig oder verkantet. Super. Vor allem auch schön, wie dieses Cremegelb hier weitergeht. Also es ist tatsächlich auch hier an der Kante, ne? Obwohl das wieder ein anderes Teil ist wie der Hals. Das ist doch super. Und wenn ich das nach hinten mache, dann hat es auch einen sehr harmonischen Übergang. Klasse. Also das finde ich doch schon mal sehr positiv. Das ist doch schon echte Deluxe, oder? Ja, cool. Cool. Den Sound heben wir uns mal bis zum Schluss auf, ne? Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Haben wir auch noch einen An- und Ausschalter? Ja, hier haben wir auch einen An- und Ausschalter. Sehr gut. Und zwar wieder eine Try-Me-Funktion und dass es komplett an ist. Dann würde ich sagen, stelle ich hier mal auf 0. So, das geht ganz einfach. Ja, geht ganz einfach. Ich habe es auf 0. Ich ziehe das Ding mal raus. So, dann ist das auch nicht mehr im Weg, ne? Alles klar. So, wenn ich jetzt die Action mache, müsst ihr ruhig sein. Ja, er ist ruhig. Also das kann ich euch sagen, sieht klasse aus, wie der hier nach vorne pickt. Mega, das ist eine coole Action. Wow, also das geht doch. Und auch schön, wie er hier das Maul ein bisschen öffnet. Ne? Jetzt nicht ultra weit, ne? Da wäre auch nicht mehr drin gewesen. Mehr geht nicht. Aber ich finde, das sieht schon mal klasse aus. Super, gefällt mir sehr gut. Also ist schon mal alles sehr positiv. Rein das Äußere, rein optisch, auch die Farben sind super geworden, Leute. Oh, bitte, bitte lasst es hier leuchten. Bitte lasst es hier leuchten. Es wäre so der Oberknaller. Gut, aber bevor ich mich hier überschlage, lasst uns mal hier Schritt für Schritt Hakenzahn durchgehen. Der Kopf, überhaupt die ganzen Proportionen sind sehr harmonisch gelungen. Die Flügel, klaro, sind natürlich bei der richtigen Filmfigur viel, viel größer. Aber es macht einen echt harmonischen Eindruck. Das sieht alles klasse aus. Die Beine von der Länge her absolut okay. Der Körper nicht zu kurz, nicht zu gedrungen. Der Kopf schön groß, so wie man es gewohnt ist. Und der Schwanz hat auch eine schöne Länge. Übrigens, auch das hier sieht eher ein bisschen transparent aus. Tatsächlich, das ist ja wirklich witzig. Gut, also komm, am Kopf. Ich fange mal auf dieser Seite an. Also, ihr seht schon, klasse gemacht. Die Zähne, wie man es gewohnt ist, typischer Überbiss von unten. Die Zähne wurden jetzt nicht einzeln gearbeitet, aber haben unterschiedliche Höhen. Von dem her absolut okay. Die Bemalung ist hier krass weiß, aber das wurde sauber ausgeführt. Das Maul schließt nicht ganz. Ihr seht, ihr habt hier immer so eine kleine Lücke drin, aber der Kopf wirkt echt harmonisch. Das ist okay. Man kann gar nichts sagen. Was ich hier wieder schade finde, ja, Deluxe, dass sie die Augen nicht noch mit dem Tupfen Lack bedeckt haben, dann würde der viel, viel, viel lebendiger wirken. Ja, sprich, wenn die Augen ein bisschen glänzen und ihr seht da die Lampen drin spiegeln, dann wirkt es viel, viel, viel lebendiger. So ist das alles relativ tot. Sie haben auch nicht extra einen Lichtpunkt reingekleckst, würde ich auch nicht machen. Nehmt eher Lack, ne? Aber aufpassen, dass es wirklich im Auge bleibt und nicht drumherum verschmiert wird. Dann sieht es scheiße aus. Dann hätte das auch lassen können, ne? Denn diesen Lack haben wir ja auch hier in den Hörnern mit drin. Hier haben sie so ein glänzendes Schwarz genommen. Das, die Farbe wäre genau richtig für die schwarze Pupille gewesen. Dann würde das richtig, richtig cool aussehen. Die Hörnchen sind super gelungen, schön verdreht, jetzt nicht übertrieben lang, aber die Länge ist okay. Die sind aus Gummi, haben sie hier extra so angesetzt, sind ganz weich und sie sehen echt klasse aus. Also das ist super gemacht. Hier stört mich nicht mal dieses Scharnier, sprich dieses silbrige kleine Teil, den ihr seht schon. Auch hier sieht man ein paar nette Details, alleine schon im Unterkiefer. Man sieht ein paar nette Schuppen und natürlich diese breiten Schuppen, klaro, wie man es gewohnt ist. Und wenn ich den Kopf hier nochmal nach vorne mache und er das Maul etwas weiter öffnet,
dann sehen wir hier auch rein, sprich, guckt mal, der Gaumen wurde jetzt nicht großartig bearbeitet, aber wurde im Rot vom Kopf gelassen. Hier unten haben sie auch rot gelassen und die Zähne, ja, von innen jetzt nicht bemalt, da haben sie es auch entsprechend im Gussmaterial rot gelassen. Die Zähne wurden nur von außen weiß bemalt. Aber alles halb so wild, Kinder wird es nicht stören, selbst Sammler, wenn die Figur so im Regal steht, das stört kein bisschen, ne? Ich kann das gar nicht oft genug machen. Das ist klasse. Die Action ist klasse. Gefällt mir richtig, richtig gut. Okay. Ja, also das mal zum Unterkiefer. Ihr seht ja, die Details sind wirklich nett. Kann man nichts sagen. Die typischen Hakenzahnaugen. So kann ich es besser vor die Kamera halten. Auch hier seht ihr an der Schnauze ein paar ganz feine, aber kleine Schuppen. Die Nasenlöcher schön groß gemacht. Da haben sie noch ein bisschen mit dem Braun reingebrushed. Die ganze Nase wurde hier wieder anmontiert, aufgesteckt, ist also nicht ein Guss, aber es sieht wirklich gut aus. Mir gefällt es auch, wie er nach vorne guckt. Claro, er guckt ein bisschen links und rechts ins Kornfeld, ja, sprich, die Augen hätten ruhig noch ein bisschen mehr mittig zentriert werden können, aber es ist absolut okay. Also ich habe wirklich schon schlimmere Köpfe gesehen, von dem her, das ist alles echt gelungen. Dann auch auf den Augendeckeln obendrauf noch ein paar nette Schuppen, auch wie die Hörner hier angesetzt wurden, klasse gemacht. So, dann noch kurz was zum Hals, auch hier seht ihr ein paar nette Schuppen, vor allem auch schöne breite Platten und hier fangen auch schon diese Flammen, Stacheln oder Dornen an, die auch nett modelliert wurden. Hier seht ihr das Gelenk. Auch das stört überhaupt nicht. Hier unten finde ich es toll, was der Übergang angeht. Ne? Vor allem, dass sich diese breiten Schuppen wirklich durchziehen. Auch über den Hals finde ich klasse. Hier habt ihr das Batteriefach mit Schraube, wie man es gewohnt ist. So, dann gehen wir hier auf den Rücken zu. Auch hier seitlich schön feine Schuppen zu sehen. Auf der Mitte die breiten fetten Schuppenplatten, die ihr halt auch von Hakenzahn kennt. So, dieses Teil, diese Flammenstacheln, die hier in zwei Reihen entlang ziehen, die wurden tatsächlich aus einem transparenten Material gegossen. Ist kein Gummi, sondern eher ein weiches Plastik. Ja, also ein anderes Material wie die Hörner hier vorne. Auch hier noch ein paar nette Details auf den Schuppen zu erkennen. Super. Auch die Flammen hier haben noch Details. Seht ihr das? So streifig. Auch das ist cool gemacht. Guckt euch die Schuppen an. Auch schöne Trennung von Ober- und Unterseite. Ihr seht dieses Cremegelb, was sie hier wieder genommen haben. Das ist super. Man möchte hier gar nicht gelb dazu sagen. Ihr seht hier auch so feine Spritzer. Sprich, das wurde schon im Digitaldruck bemalt, das Ganze. Nicht von Hand, aber digital. Aber ist sauber geworden. Kann man nicht sagen. Auch den Knopf haben sie noch mit in der Farbe gemacht. Hier seht ihr die drei Möglichkeiten, die ihr habt. Ich muss gucken, was ist die Try-Me-Funktion, was ist die Vollfunktion. Das steht ja wiederum auf unserem Beipackzettel. Thank you.